Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sherlock Holmes. Ich habe jetzt ein bisschen länger Pause gemacht. Also jetzt nicht Tage, aber Stunden. Ich habe alles wieder vergessen. Nee, Quatsch. Aber wir gehen mal hier wieder in Segame rein. Did you hear that? There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Police! Oh. Hold it right there. Müssen wir den jetzt auch kriegen hier, den kleinen? Und bleiben am Baum hängen. Ist natürlich auch ganz großartig. Oh, wir können sogar mit Shift rennen. Mr. Holmes, come and see what we've caught in our net. Achso, der hat den. Ah, okay, er hat den schon gestellt. Wer ist das denn? Schon was verpasst? All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you, I'm innocent. Innocent? Yeah. And what are you doing in his cabin? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. What is your name? John Hopley Nelligan, but I didn't. Do you deny that you came here yesterday? No, but I, yes, it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Enough. You can explain all of that to the judge. You're coming with me to the yard. It's up. But in light of recent events, it seems evident that your coming here was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are welcome, Inspector. But please don't be too hard on our young fellow. I would like to question him tomorrow morning. Okay, ja, das. Nein, ich war doch noch nicht fertig. Ich war doch noch nicht fertig an dem Tatort. Verdammt. Was? Okay. Gut. John Hopley Nelligans persönliche Gegenstände untersuchen ist unsere Aufgabe. Nochmal herzlich willkommen zurück bei Sherlock Holmes. Ich habe mir vorhin einen Tee gemacht, ein bisschen telefoniert. Und schon sind wir mir nichts, dir nichts. Im Polizeirevier von Scotland Yard. Und sehen hier eine Menge zwielichtiger Gestalten und sollen den Verdächtigen, den wir heute geschnappt haben, verhören. Beziehungsweise deren Sachen und dessen Sachen durchsuchen. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Gucken wir uns ihn natürlich erst an, damit wir vielleicht da auch Bezug drauf nehmen können. Guck mal da, damals hat man ja auch gar keinen Computer gehabt, wo man die Straftäter-Datenbank hatte. Guck mal, ob man da hingehen kann. Da hat man scheinbar. Ah, shit, da kann ich nicht durch, schade. Da hätte ich jetzt gerne mal reingeguckt. Das ist echt so cool, wie so eine. Wie schön zum Blättern mit den ganzen Straftätern. Sehr schön. So, Asservatenkammer. Das Kammer, das. Wo wird die sein? Meistens im Keller. Da ist. Hier, da ist sie doch. Evidence Room. Überall schön die Kamine. Wupsi, wupsi. Ah, das sind die Gegenstände. Ich guck mal kurz vorher hier noch rum. Ach, da ist ein Holzbein. Wunderschön. Ein Dudelsack, Stollenschuhe, ein Bügeleisen, ein Teddybär. Schöne Beweismittel. Ah, da sehen wir die ganzen Namen von den Beweismittelgebern, nennen wir es mal. Ich bin übrigens jetzt ein bisschen ruhiger, weil es ist schon später und es ist
abends und es ist gemütlich und ich habe mir eine Kerze angemacht und mir Tee gemacht und immer noch keine Webcam an. Ha! These are the suspect's belongings. Okay, klar, das Notizbuch gehört ihm, sind ja... That we found on Peter Carey's cabin floor. Da müssen wir ihn auf jeden Fall... These abbreviations mean something. Aha. What? Der Typ sah jetzt nicht aus, als hätte er ein Taschentuch mit Monogramm, muss ich klar sagen. A handkerchief with the initials J.H.M. Gut, das ist seins, das ist relativ klar. Das ist das Taschenmesser. A pocket knife. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. From R. Dawson to my friend and partner. 1883. Dawson. R. Dawson. Friend and partner. Kann ich da jetzt noch was... Ach so, okay. And partner. 1883. Aha. Den Namen können wir wahrscheinlich noch anklicken, denke ich mal. From R. Dawson. Ich habe übrigens, ich hoffe, das hört man nicht in der Stimmenaufnahme, weil ich habe natürlich auf Boxen, ne? Also für mich gehört ja hier zur absoluten Entspannung dazu, ohne Headset, in Jogginghose, ohne Facecam, was ich heute mache. Und es macht so Spaß, Leute. So, hier können wir noch nichts reingucken. Das Messer haben wir untersucht. Ach, den können wir nehmen. Nee, ja gut, dann können wir nochmal untersuchen. Aber da sind wir ja soweit... To my friend, Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Okay. Oh. Ich dachte, wir sind jetzt in unser Archiv gegangen. Hier ist auf jeden Fall ein Wasserfleck. Das würde ich untersuchen lassen, wo der herkommt, weil das kann ununtersucht, ne? Kann das schnell zum großen Schaden werden. So, dann würde ich sagen, wir verhören mal das Schnuckiputz. Wir benutzen, glaube ich, viel zu selten hier unseren 10. Sinn. Ja, da ist Inspektor Lestrade. Aber der ist nicht der Verhörraum. Das ist die Gerichtsmedizin, auch sehr interessant. Es könnte sein, da ist der Verhörraum. Und da ist die Arrestzelle. Dann gehen wir mal... Arme Jüngling, weißt du, der kann doch nicht mal den Speer tragen. Aber wird hier festgehalten. Naja gut, aber vielleicht hat er sachdienliche Hinweise, sagt man ja so schön. Die kitzeln wir jetzt aus ihm heraus. Okay, jetzt fragen wir ihn erstmal nach dem Notizbuch. Does this notebook belong to you? Yes, but where did you find it? I did not know, I thought I'd lost it at the hotel. What do these abbreviations mean? Oh, no. I beg you, I can't. If I told you, it would only make things worse. But I will find out eventually, Mr. Nelligan. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. The police seized this valuable ring from you. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has always belonged to me. Ah, cool. Er hat schon immer mir gehört. Okay, das muss ich jetzt widerlegen. Der ist wahrscheinlich zu jung, denke ich mal. Deswegen, die Gravur weist auf einen anderen Besitzer hin. Deswegen spiele ich jetzt mal auf die Gravur an, um das zu widerlegen. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Ha, überführt. Ah, kann ich den jetzt eigentlich noch... Ah, geil. Okay, ich kann ihn jetzt noch hier... Schäbige Mütze. Warum ist die denn schäbig? Die ist doch nicht schäbig. Die ist doch ganz schön. Im Gesicht kann man noch nichts. Man könnte jetzt am flaumigen Oberlippenbart sehen. Oh, ich habe da was übersehen.
Oder? Da ist noch was dazwischen. Was ich nicht erkannt habe, nicht gesehen habe. Der zweifelnde Blick. Oh, da irgendwas? Dünner Hals. Okay, also er ist schmächtig, okay. Das wird uns natürlich nachher helfen, ihn auszuschließen als Täter, der den Speer geworfen hat. Kurze Ärmel. Warum? Warum hatte man das damals noch? Hornhaut? Also arbeitet er körperlich? Wahrscheinlich im Garten? Vielleicht hatte der mehr Narben? Läuft eine Zeit? Würde mich ja sehr interessieren. Oh, da ist auch noch irgendwas. Feine Knöpfe, aha. Also es ist ein Zwirn, ein alter Zwirn, der eigentlich fein ist, der ihm ursprünglich nicht gehörte. Den da vielleicht jemandem klauen, würde ich jetzt nicht gleich sagen. Da ist irgendwas. Was war das? Teurer Stoff. Ah, okay, mhm. Wem gehört der Ring? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Ja, ja, ja. Jacke des Vaters. Ist das die Jacke des Vaters? Das könnte sein, ne? Mein Handy, das kann ich ja so weit weglegen. Ne? Es macht immer noch diese Netzsuche-Brimborium. Bin ich froh, wenn ich einen neuen Vertrag habe. Machen wir mal Jacke des Vaters. Ich glaube, das haben wir. No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? The jacket you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else. Most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Well, I will see you soon, young man. Please, let me go. I'm innocent. Was können wir jetzt nochmal mit dem... Ach so, oh, wir können ja Neuronen Zusammenhänge herstellen. Also das, was wir jetzt herausgefunden haben über den kleinen Nelligan, ist ja im Prinzip, das war ja vorher auch schon klar. Ne? Also dass er nicht in Frage kommt. Aber gut, man muss ihn natürlich ausschließen, weil manchmal wird man ja überrascht. Man muss offen bleiben für alles, für alle Eventualitäten. Das sind wir einfach mal, hoffe ich. Und denken in alle Richtungen. Aufgespießt an der Wand... Nelligans Notizbuch, kein Gärtner, schnell gehandelt, Einbruchsversuche. Ja gut, was passt da jetzt zusammen? Die Einbruchsversuche mit Nelligans Notizbuch. Oder? Hätte ich jetzt mal gesagt. Die Einbruchsversuche fanden statt, um das Notizbuch wiederzuholen, das im Blut des Opfers lag. Das könnte bedeuten, dass die Person, die diese Einbruchsversuche unternommen hat, auch der gesuchte Mörder ist. Ja, aber das haben wir ausgeschlossen. Das heißt, aber der erste Einbruch muss dann von dem Mörder auch statt, muss auch passiert sein. Von durch. Alles klar. Gut. Können wir den das nochmal fragen? What am I doing here? I've done nothing wrong. Wir können das nochmal machen? Ah ja, okay. Genau, also schnell gehandelt und aufgespießt an der Wand. Machen wir mal zusammen. Gucken, was wir da rausziehen. Wir müssen herausfinden, ob eine wenig begabte und untrainierte Person eine Harpune so werfen kann, dass sie damit einen Menschen an einer Wand aufspießt. Ich glaube nämlich nicht. Ich glaube, da muss man schon sehr viel Kraft haben, geübt sein. I need to stage a reconstruction. Mhm. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Genau, also das war mehr von vornherein klar, ne? Also, dass wir das herausfinden müssen. So. Jetzt stolpern wir hier mal wieder raus. Ist der Lestrade? Locked. Klopfen vielleicht? Klingeln? Hallo?
Der ist doch da, oder? Nee, ist nicht da. Okay, gut. Das. Ach, wir können jetzt, genau, Scotland, ja, Baker Street. Ah, da können wir mal kurz mal gucken. Manche Beweise können Sie in Ihre Ermittlungen einsetzen. Diese werden mit entsprechenden Symbolen gekennzeichnet. Genau. Ah, da können wir wahrscheinlich drüber reden mit der Sprechblase. Der Umriss im Staub auf dem Regal, genau. Den Tabak, da können wir noch fragen. Ach, Rommleder ist kein Ponyfell gewesen. Aber ist ja immer ähnlich. Und damit können wir im Archiv nachschauen. Und das können wir nachher im Garten mit den Fußspuren vergleichen. Cool, okay. Oh Gott, ist das ein geiles Spiel. Das ist halt voll meins. Damit werde ich natürlich nur den Geschmack von, ich sag mal, ungefähr 3% von euch treffen. Aber ich bin trotzdem mal sehr, sehr gespannt, wie euer Feedback dazu ausfallen wird. Ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr das vielleicht mal wieder zum Einschlafen oder sowas laufen lasst. Das habe ich ja gehört, dass einige von euch gerne mal ein etwas ruhigeres Let's Play zum Einschlafen laufen lassen. Und viele werden sich jetzt auch fragen, obwohl es vielleicht jetzt erst dann kommt, wenn die anderen Spiele durch sind, was mit Tomb Raider und Layers of Fear ist. Die werde ich natürlich auch fertig spielen. Nur jetzt gerade in dem Moment hatte ich Bock auf Sherlock Holmes. Und deswegen. Oh, wie schön der Hintergrundsound doch ist, ne? Man hat echt das Gefühl, man ist bei Scotland Yard. Toll. Judith Carey, die Frau, die müssen wir nochmal befragen. Und Peter Carey, okay, gut, den können wir natürlich nicht mehr befragen. Mhm, da fehlt mir noch jemand. Okay. Ah, dann können wir die Aufgaben durchgehen. Gut. Dann gehen wir jetzt mal. Ich weiß nicht, müssen wir hier rausgehen, aber ich habe gerade Bock, hier rauszugehen. So per Pedis, zu Fuß.